Ich werde ihn so totlenken. Komm doch her! Komm doch her! Ja, komm doch! Da vorne ist einer. Oh mein Gott! Ja! Leute, für solche Videos bin ich YouTuber geworden. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Um die Story mal so anzufangen. Ich glaube, hätte ich dieses Video 2013 gesehen in einer Zeitmaschine, hätte ich gedacht, was macht der Typ da? Aber Leute, kann man seinen Truck so sehr lieben in Warzone? Nein. Würde man dafür extra nur deswegen für 100 Euro ein Lenkrad kaufen? Nie im Leben, oder Leute? Also das wäre komplett gestört. Ich meine, wie peinlich wäre das, den Call of Duty mit einem Lenkrad zu spielen? Vor allem, wenn einem letztes Jahr zwei davon geklaut wurden, Freunde. Spaß beiseite, Leute, ihr seht es, ich habe mir extra nur für dieses Video und vielleicht später ein bisschen Formel 1 mit Snacks, habe ich mir ein Lenkrad gekauft. Heute wird Call of Duty mit Lenkrad gespielt. Ein Traum. Seit 10 Jahren sage ich, wenn jemand schlecht spielt, guck mal, er ist so schlecht, er spielt locker mit Lenkrad. Und heute ist es soweit, heute spiele ich mit Lenkrad. Das Ganze ist natürlich nur möglich, weil es in Warzone meinen Truck, meine Lieblingsvorbereitung. By the way, wir müssen noch einen Namen für den Truck suchen. Schreibt mal in die Kommentare eine Idee, wie wir den Truck nennen sollten, Freunde. Und ich würde sagen, ihr seht es hier. Ja, ich gehe jetzt erstmal rein und spiele Call of Duty Warzone mit einem Lenkrad. Und ich freue mich so krass darauf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Was mache ich mit meinem Leben? Das Ganze funktioniert, by the way, folgendermaßen. Ich muss erstmal mit dem Controller suchen. Also mit dem Controller muss ich jetzt quasi bis zu meinem Truck fliegen. Das habe ich eben schon ausprobiert. Ich wollte eigentlich mit dem Lenkrad hinlaufen, habe ich aber nicht hinbekommen. Und sobald ich dann bei meinem Truck bin, Freunde, wird der Shit aber mal sowas von legendary. So, da gucken wir doch mal, wo mein Fahrzeug steht. Leute, haben die den Truck rausgepatcht? Ich sehe keinen Truck. Ich erfahre jetzt nicht im Video, dass die den Truck rausgepatcht haben, oder? Diese miesen... kleinen... Da war er früher. Immer safe. Die haben den Truck rausgepatcht. Die haben einfach den Truck rausgepatcht. Ich kann es nicht fassen. Und ich erfahre das jetzt wirklich gerade live im Video. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt eben den Transporter nehmen. Ich bin gerade sehr geschockt. Aber egal. So, jetzt einsteigen, wechseln, S-Taste drücken und los geht's. Oh ja, es funktioniert. Oh, nein, 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 nein. Okay, alles gut, Freunde. So. Also, Call of Duty mit Lenkrad. Es wird wahr im Jahr 2020. Wird jetzt hier... Es lenkt echt nicht so doll ein, wie ich dachte. Man muss ganz schön doll lenken, glaube ich, oder? Aber man gewöhnt sich dran, glaube ich. Ich glaube, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Gib, by the way, am Lenkrad Gas und Bremse. Ich hätte auch mit Pedalen spielen können, aber das hätte im Video scheiße ausgesehen. Also mit dem rechten Daumen gebe ich Gas, mit dem linken bremse ich. Tatsächlich ist es wahr, aber ich kann es gerade nicht glauben. Also, ich muss jetzt... Das ist eigentlich jetzt erstmal eine Trauerfahrt. Wir hupen jetzt erstmal ein paar Mal für... Okay, Digga, alles klar, okay. Erstmal ein bisschen hupen für unseren gefallenen Bruder. Die haben... Alter, hallo! Für den Real Life schon so lange nicht mehr Auto gefahren. Wegen Corona sei Dank, Kappa. Also wirklich nur einmal die Woche eigentlich. Deswegen muss ich mich erstmal voll dran gewöhnen. Na gut, okay, jetzt sind wir drin. Okay, hier ist einer, der schießt auf uns. Okay, okay. Guck mal, das Ding ist, ist mein Auto schon halb kaputt. Das ist so frech. Komm, krieg die Kurve. Ah! Okay, let's go, come on. Wir sind auf einer wichtigen... Wo bist du? Ich kann nicht aus... Er ist auf dem Dach. Er holt mich aus meinem... Alter, wie soll ich denn jetzt Gulag gewinnen? Also hier werde ich zielen und hier werde ich schießen. Okay, geradeaus laufen kann ich nicht. Okay, ich kann nur nach links und rechts laufen. Jetzt gar nicht den Schaltwippen auf. Ist es nicht irgendwie Ironie, dass mir das Lenkrad jetzt nicht genommen wurde? Das wurde mir jetzt der ganze Truck genommen? Das ist doch... Okay, also. Ich kann mich so bewegen. Er sollte jetzt besser nicht von hier kommen. Oh nein, er kommt von hier. Na, ich lebe noch, alles gut. Ich werfe mal eine Nade. Oh Gott. Oh, er ist hier, er ist hier. Oh Gott, ich hätte sogar die Chance gehabt, die zu holen mit dem Lenkrad, Digga. Guck mal, wie ich da hinten mit dem Lenkrad hantiere. Okay, er rastet komplett aus, weil er jemand mit Lenkrad gekillt hat. Nächste Runde. Gott, doch, da ist ein Truck. Ich hatte gerade einfach nur eine Runde, wo kein Truck gespawnt ist. Oh mein Gott, okay, alles gut. Oder vielleicht gibt es hier nicht mehr ein Solos. Okay, oh mein Gott, alles gut. Ah, überall stehen wieder Trucks. Gott sei Truck. So, dann würde ich sagen, ist es jetzt wirklich Zeit, den ersten Mal zu überfahren mit dem Lenkrad. Darauf freue ich mich jetzt schon seit 2 Wochen, seit ich das Lenkrad bestellt habe. So, komm. Ich will das Handling gar nicht wissen, wenn das mit dem Auto gerade schon so schwer war. Ah, und schnell, 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 schnell. Und rein. Und PS-Taste. Schnell, schnell, mach Gas. Juhu! Endlich! What a feeling! Nein, nicht direkt am Anfang! Okay, der ist hinter mir. Wir müssen erstmal ausholen, Jungs und Mädels. Wahrscheinlich guckt er sich gerade ein Mädchen an, oder? Okay. Da ist er. Hier komme ich niemals rein. Ich muss noch mal eine Ehrenrunde drehen. Nein, ich muss aussteigen. Dieses A. Ich werde ihn so totlenken. Komm doch her! Komm doch her! Ja, komm doch! Jetzt hast du Angst, wa?
Ich werde meinen Truck rächen. Knickte! Wo bist du, Drecksschwein? Das ist jetzt nicht mit Lenkrad, by the way, logischerweise. Das wäre schon ziemlich weird und ziemlich krass auch. Der ist hier irgendwo vor uns. Ich werde meinen Truck jetzt erstmal rächen. Erstmal direkt auf so einen Spacko treffen, der nichts anderes zu tun hat, als die erste Handlung der Runde... Das ist ja... Nein, ich hab Controller umgestellt. Ich habe von Taktik 2 auf Taktik umgestellt, damit ich verdammte Scheiße nochmal Gas geben kann mit dem Lenkrad. Oh, okay, ich muss also mich umgewöhnen schnell. Shit, ich muss gewinnen, ich muss mich umgewöhnen. Oh mein Gott, wie soll ich das machen? Auf jeden Fall werde ich keine Nades. Das ist ja so ungewohnt, mit R2 zu schießen. Alter, wieso macht ihr das? Mit R1 muss man schießen. So, da. Da, wie so ein Baby. Kennt ihr das, wenn ihr so lange im Fallschirm sitzt und einfach mal über euer Leben nachdenkt? Ich auch nicht. Oh, da steht mein Baby schon. So, meine Freunde, let's get this party started. Ich muss aufpassen, dass ich keinen Copyright Strike kriege hier für die Interpretation von Don't Stop the Party von Pitbull. Ah, ja, come on. Nein, bitte nicht. Oh, lass mich. Nein, nein, nein! Die machen wieder so ernst weg hier! Na oh! Okay, wir müssen ausholen, wir müssen ausholen, wir müssen ausholen. Wie ich es in der Fahrschule gelernt habe. Stopp! Okay, gut. Guck mal, wie ernst er macht. Mann, Alter! Ich werde hier heute jemanden überfahren. So verdammte Scheiße, hier wird jetzt jemand überfahren. Das ist eigentlich so der gestörteste Satz, den ich wahrscheinlich jemals selbst gesagt habe. Das ist ein sehr beliebter Truck hier. Das ist mein alter Weltrekord-Truck, bevor ich dann zu Military Base geswitcht bin. Und drin, okay, let's go. PS-Taste, yalla, yalla. Heli ist gestartet, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit und let's go. Okay, okay, okay. Ich hänge mit dem Kabel fest, Mann. Man soll nicht eine Hand... Guck mal, das ist deswegen, soll man sich im Straßenverkehr nicht ablenken lassen. Ah, das war solide. Kreisverkehr? Naja. Ey, aber es fühlt sich geil an. Guck mal, ey, wie gut. Ich bin der Beste. Ich kann so besser fahren als mit Stick. Oh, okay, oder auch nicht. Da vorne ist einer. Oh mein Gott. Ja. Ja. Life is a mystery. Ja, ja! Ey, das macht so Spaß, Leute. Ich könnte es den ganzen Tag machen. Ich schwöre, es steuert sich besser als mit Controller. Es ist viel genauer. Ich dachte erst, es wird schwieriger, aber es ist genauer. Ich kann hier absolut die Spur halten. Ohne Spurhalteassistent hier. Bevor ich es vergesse, mich würde es freuen, wenn ihr für mehr lustige oder versucht zumindest lustig zu sein, COD-Videos den Kanal abonnieren würdet oder vielleicht ein Like auf das Video lasst. Würde mich voll unterstützen. Oh, da ist einer, der schießt auf mich, okay. Oh, oh, nein! Den einen will ich mitnehmen. Bitte! Nein! Ihr Mörder, ihr Mörder, ihr Verbrecher! So, jetzt mache ich den Kill im Gulag mit Lenkrad. Wisst ihr, die Trucker-Ausbildung ist ja auch nicht so einfach. Und kurz vor der Abschlussprüfung geht es immer darum, auch mit dem Lenkrad mal jemanden zu ermorden. Und das ist jetzt der Zeitpunkt gekommen im Gulag. Jetzt ist dieser Moment gekommen, für den ich lebe. So, es gibt nur eine Möglichkeit, wie ich ihn holen kann. Und zwar, dass er da vorne... Oh Mann, ich kann mich nicht drehen. Er müsste jetzt hier irgendwo. Da müsste er kommen. Ja! Der Zielpfad hat gegen mich verloren. Ich habe mit Lenkrad gespielt. Ich glaube das nicht. So, da sind wir wieder. Da oben sind auch schon Schüsse. Perfekt. Oh, er schießt vom Haus auf mich. Der ehrenlose Hund. Sagt er, ich bin mit Lenkrad gerade auf gut. Sagt er wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er es gesagt, oder? Lul. Es macht einfach Spaß. Leute, ich habe einfach Spaß daran, hier gerade rumzufahren. Ich weiß, das könnt ihr wahrscheinlich nicht nachvollziehen, aber... Es ist wirklich auch anscheinend ein gutes Lenkrad. Ich habe jetzt nicht wirklich geguckt, weil ich habe eigentlich nur irgendeins genommen. Hier ist irgendwo ein Typ gewesen. Wo ist er? Mann, ich muss nochmal ausholen. Hier, das Wendemonster. Ich hätte wahrscheinlich, wenn ich nächstes Mal Auto fahre, so scheiße fahren, weil ich mich an die Lenkung hier gewöhne. Also wenn ihr da auf jeden Fall Bock auf Teil 2 habt, dann schreibt mal in die Kommentare Teil 2 und lasst ein Like. Oh Gott, na, sorry. Oh. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen an die Verkehrsregeln zu halten. Das ist doch eigentlich mal, das macht man doch in GTA immer. So, ich mache das jetzt mal hier. Links abbiegen, schön, ich hab's gelernt. Gas runter und schön weit ausholen. Okay, so weit war es nicht.
Und hier geht es anscheinend auf die Autobahn. Vielleicht begegnet uns ja jemand auf der Autobahn. Man kann ohne Scheiß die Spur so gut halten. Das ist wirklich verrückt. Guckt euch das mal an. Oh, ein bisschen hier. Hätte ich blinken müssen für den Spurwechsel. Gefahrenbremsung. Ihr wisst, Lenkrad festhalten. Und neben mir ist was explodiert. Ich kann die Gefahrenbremsung nicht machen. Oh, da oben auf dem Krankenhaus schon wieder. Es ist unglaublich, ey. Mein Gott. Guck mal, wie die auf den Häusern schimmeln. Ich bin der beste Fahrer, Leute. Wie smooth war das gerade? Ich habe die Brücke, mir reicht's, ey. Da, wo ich meinen ersten Kill gemacht habe. Mein Truck ist halb kaputt, ey. Da hinten sind drei Leute. Oh Gott, bitte nicht so schnell laufen. Oh, ihr Drecks. Ihr Drecks! Neben mir ist auch einer. Neben mir ist einer. Ist einer hier gewesen? Nein, nein, rückwärts. Ja, oben auf dem Dach. Ja, da kann ich vergessen. Lass mich bitte einfach in Ruhe. Leben und leben lassen, sagt man doch. Oh, die müssen gleich kommen. Die müssen gleich kommen. Die müssen gleich kommen. Schon mal in Position bringen. Die müssen gleich laufen. Die müssen gleich laufen. Ah, die gehen jetzt auf mich. Das war so klar. Wir müssen uns irgendwie verstecken. Doch, hier ist gut. Hier bleiben wir jetzt stehen. Bis die los müssen. Okay, die Zone kommt. Ich muss jetzt hier aber auch gut... Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Da sind sie. Ja, jawohl, sehr schön. Bitte lass mich doch fahren. Der scheiß Stein. Nein, ihr Mörder, ihr verdammten Mörder. Okay, Leute, also wenn ihr da auf den zweiten Teil Bock habt, dann lasst es mich auf jeden Fall sehr, sehr gerne wissen, Freunde. Ich habe auf jeden Fall übertriebenst viel Spaß gehabt heute. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Haut rein, bis dahin, lasst ein Like da und ciao, ciao.